Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir gehen wieder in die Welt. Ja, ich wundere mich, ich klinge ein bisschen erkältet. Ich habe auch ein bisschen mit einem leichten Reizhusten zu kämpfen und immer mal wieder einer zu Nase. Nicht wundern, deswegen. So, jetzt muss ich gucken, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, wir waren oben noch am Fertigbauen. Es wird bestimmt wieder Nacht. Ich kenne mich doch. Ich kenn's doch. Mitten in der Nacht. Schlimm. Genau, ich lasse gerade Kupfer brennen für das hier. Genau, das war's. Hier können die ganzen Wände noch raus. Das muss alles schön gemacht werden. Vielleicht überlege ich mir sogar, dass wir das hier ein bisschen weiter nach hinten ziehen, noch länger machen. Und ein bisschen abflachen, weil was brauchen wir eigentlich? Rote Beete brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Karotten, ja, Kartoffeln, na, dass wir wirklich dann mal sagen, wir machen uns hier mal eine kleine automatische Farm, semi-automatisch, also mit Hebel, zack, werden die Trapdoors rumgekippt und wunderbar, läuft. Weil mit Pistons, ja doch, könnten wir eigentlich machen, wir haben genügend, Redstone müssten wir vielleicht haben. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Angriff. In der Zeit kann in Ruhe das Kupfer durchbrennen. Nehmen wir erstmal hier die ganzen Zäune weg. Zumindest erstmal einen Teil. Nicht alles. Weil sonst sind ja gleich unsere Kühe wieder frei. Das muss nicht sein. Nein. Obwohl sie rufen, befreie uns. So, da kann hier mal das Gras durchwachsen. Wollte ich schon die ganze Zeit immer wieder machen und vergessen. So. Ach, kommt hier, da haben sie ein bisschen mehr. Schaf. Was suchst du hier? Ernsthaft, jetzt ist das da reingeglitscht. Schlimm. Nee, also wirklich. Das finde ich jetzt eine relativ angenehme Idee. Machst du eine kleine semi-automatische Farm zu bauen? Ja, wir müssten ein bisschen was abtragen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so die Welt. Also von daher. Sagen wir mal, go. Geben wir mal Gas. So, wir sind bei Tag 215. Wir sind ganz entspannt. Ich will hier nicht nach Tag 100 oder so dastehen oder nach Tag 300. Alles besiegt. Natürlich der Ender dran. Das wird eine kleine Herausforderung. Aber das kriegen wir auch hin. So. Gut, wir stuhlen uns jetzt zwar das Inventar voll. Gut, Stufe. Wir werden das jetzt hier eh alles erstmal trocken legen. Sagte er und begann nicht. Habe ich einen Eimer mit? Ja. Weil wir müssen uns doch wenigstens eine Danke Java Update, eine kleine unendliche Wasserquelle hier drüben hinsetzen. Damit ich nicht permanent rüber und überlaufen muss. So, da kann nämlich das hier weg, unsere quasi Obsidian Farm. Ja, da hat man einige Eimer geholt. Hier war noch. Nee, hatte ich sogar offen. So, trockenlegen, trockenlegen. Da habe ich es gemopst. Und hier war noch trockenlegen. Ist schon sehr gut. Steinumrandung erstmal raus. Ach, auch noch Slabs. Müssen wir doch einen Mülleimer bauen. Ja, beziehungsweise wir heben es mal auf. Vielleicht brauchen wir es ja. Ach ja. Da hatte ich mal genügend Steine.
Dann machen wir halt wirklich nur ein Weizenfeld und ein Karottenfeld oder Kartoffeln. Könnt ihr ja mal ins Kommentar reinschreiben, was sich eher lohnt. Na gut, Karotten würde sich anbieten wegen Goldkarotten. Wenn wir den Goldkarotten kann man, ist auch eine sehr gute Nahrung. Nahrungsquelle. So, das wird jetzt gleich ein Spaß, alles abzutragen. Wir schaffen aber erstmal unsere Bruchsteine weg. Ups, da lang. Vielleicht machen wir auch eine kleine Kürbisfarm noch daneben. Bruchstein war hier drüben. Zack, zack, zack. Machen wir auch mal die Slabs und die Walls mit rein. Das kommt bei Cleanstone. Dass alles ein bisschen so Ordnung hat. Nur ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Ein bisschen muss auch sein. Beziehungsweise, bevor ich sage, ich mache hier alles mit Redstone. Ich muss auch mal gucken, ob ich genügend Redstone habe. Das ist nämlich die nächste Frage. 44. das wären 16 Pisten und 16 Redstone nochmal so. Ja, könnte eng werden. Ja, ja. Wird es doch wieder mal Zeit für eine ausgiebige Mining-Session. Aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Genug Platz müsste ich haben. Ich nehme unseren guten unbenannte Diamantschaufel raus. Meine Güte, Entschuldigung. Ist doch ein bisschen quälerisch noch. Aber geht schon. So. Ja. Da müssen wir halt dann bloß mal ein bisschen abstecken, wie wir es machen mit der Farm. Denn die werden ja dann bloß 8 Felder breit. Muss man mal wieder bedenken. So, alles einsammeln. Ja, hier können die ganzen Weizensamen rein. Entschuldigung, meine Güte. Hier haben wir noch ein Fass. Machen wir mal kein Fass auf. Komme ich jetzt hier noch rein? Nö, natürlich nicht. Tomahawk. Der Tomahawk muss es richten. Hauen wir erstmal hier die Erde rein. Da brauchen wir nicht wegen jedem Gefrühens rüberlaufen. Ich hatte sogar schon grob gedacht, dass die Schaufel hier durchrasiert, aber nee, dadurch, dass es Farmland ist, nee, so nicht, denkt sich das Spiel. So, genau, mut mal hier schön rum. Ihr kriegt jetzt wenigstens grüne Wiese, seid froh. Andere hätten das nicht bekommen. Weil wir müssen ja auch ein bisschen den Wasserlauf mit einplanen. Also drüben, die Felder müssen ja von den Seiten bewässert werden noch. Es könnte sogar sein, dass dann unsere Kühe noch ein bisschen weichen müssen. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ein bisschen giftige Kartoffeln, aber für die giftigen Kartoffeln fehlt halt eigentlich wirklich ein Verwendungszweck. Für alles gibt es einen Verwendungszweck, aber nicht für giftige Kartoffeln. Schlimm. Hätten sie das einbringen können, ja, dann gibt es halt den Trank der Vergiftung oder sowas. Ein Päuschentrank, einen vergifteten Trank. Ja, aber nix, du kannst sie ja nicht mal kompostieren. Das ist es ja, was manche aufregt. Du kannst die nicht kompostieren. Weil sonst hättest du noch eine kleine Quelle für Bone Meal. Ist jetzt nicht effizient. Wir wollen ja auch keine giftigen Kartoffeln haben. So. Aber sei es drum. Erde, Erde. Karotten, Karotten, Karotten. Die müssen wir alle anpflanzen. Ach, jetzt rote Beete ernten. Da war ja früher mal, glaube ich, die Drop-Chance von den Samen, wenn man die abgebaut hatte.
sehr gering. Beziehungsweise kam es mir so vor, wo ich die dann mal, ach, ist auch schon eine ganze, einige Versionen her, dass die nicht immer einen Samen gedroppt haben. Da habe ich, deswegen habe ich dann größtenteils nicht angebaut, weil es sich für mich nicht gelohnt hatte. Gut, man kann eine schöne Suppe draus machen, aber die Suppen sind leider nicht stackbar. Wäre ja schön, aber Erde. Samen, 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 Samen. Rote Beete, rote Beete. So, wir müssen eh gleich wieder schlafen. Ich sehe es schon wieder kommen. Ja, 10 Tage, 10 Minuten sind rum. Bett. So, da kann man wirklich sagen, wir machen hier einen dreierbreiten Weg. Auch den hier drei breit. Brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Baublöcke so. Ja gut, jetzt hätte ich Bruchstein gebraucht. Aber bloß zum Symbolisieren. Symbol. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, Cleanstone hätte ich noch hier. Stone Bricks. Ich nehme mal 2 Stacks von denen mit. Weil die muss ich eben die Umrandung hier machen. Und den gibt es ja, glaube ich, keine geschüsselten. Keine Stufen, oder? Nee, von denen gab es keine. Das wäre es ja noch schön, aber nein. So. Ja, wir gucken mal. Gut, das ist ja eh die Einfassung von dem hier. Also, so muss das dann sein. Jetzt müssen wir das schon mal hier ein bisschen mit Erde wieder auffüllen. Tomahawk, du musst mal kurz zur Seite. Ja. Weil da können wir das hier nämlich auch aus Stufen machen. Oder wir lassen es so und machen hier Stufen hin. Unschlüssig. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen so die Wasserrichtung planen. Jetzt ist halt die Frage, machen wir Trapdoors, machen wir keine Trapdoors. Ich will es noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann geht es hier weiter. Nee, stimmt. Stopp. Na gut, doch, wenn wir hier den Wasserlauf machen. Oh, doch. Doch, doch. Dann kommst du aber erstmal nochmal wieder weg. Weil dann würde ich das hier quasi auch als Wasserblock gelten. So, genau, bis dahin. Ja, wartet mal. Wenn ich da eh Stufen hinmache. Schwierig. Also bis dahin geht's Wasser. Machen es mal von so, von da bis da. Aber das Feld kann ja nicht so lang werden. Denn das kann nur bis hierhin gehen. Denn dass das Wasser dann darunter geht, dann wird das 7 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir, wie viele Etagen macht man? Ist die nächste Frage. Ist die Frage aller Fragen. Pauschal erstmal hier wieder abtragen. Naja, ich habe es mir ausgesucht. Ich hätte auch beim Haus weiterbauen können. Da habe ich schon wieder eine neue Baustelle. Ja, ist okay, Hirn. Aber vielleicht machen wir es auch so. Dass die Farmen dann sozusagen von hier nach da gehen und dann unten ein Sammelbereich ist. Ich denke mal, so werden wir es eher machen. Jetzt bloß mal ausloten, wie weit es sein muss. Die hätten nicht weggemusst.
Weil so oder so, wir werden einiges jetzt an Erde klatschen müssen. Und die Seiten, denke ich mal, werden wir dann auch gleich schön bauen. Schauen wir mal. So, hier haben wir noch ein bisschen Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn wir sagen, wir machen noch eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das war eins zu much. Ja, dann wird es quasi bis hierhin fließen. Und dann muss noch ein bisschen was hier weg. Alles geht schlecht mit einer Schere. Handy hat vibriert, mal kurz illern. Ach, war wow, bloß Nachrichten. Ach. Ach, ach. Jetzt brauche ich wieder mal unsere namenlose Schaufel. Namen ist immer noch gerne gesehen. So. Dann wäre dann hier der Auffang und dann noch mal 1, 2, 3. Weil ich will es ja dann schön und dann wäre hier der Weg. Beziehungsweise Zack. Weil wir machen es ja dann in die Richtung. Da machen wir ja die, eigentlich diese gechiselten. Mal gucken, gehen die so? Nö. Das heißt, ich muss zum Stone Cutter. Wieder alles umcutten. Aber das macht ja nichts. Cutte fix. Wir haben einen. So, machen wir erstmal einen Stack. Erde raus. Hier haben wir ein paar Blumen. Die würde ich erstmal noch aufheben für die Bienen. Samen da rein. Ein Stack Erde behalte ich mal. Ja, ich hätte es gleich hier lang ziehen können. Aber ja, dass man dann halt hier mit Stufen runtergehen, also mit Leitern runtergehen können. Leitern, Treppen. Ich hätte gleich den zweiten Stack auch noch umcraften können. Ach ja, sei es drum. Dann laufen wir halt nochmal zurück. Ist ja nicht so schlimm. Bis hierhin muss es sogar. Ja, außer es kommt dann darauf hin, dass die Kühe wegkommen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Genau deswegen machen wir es gleich mal hier drüben. Erstmal noch nicht komplett weg. Aber ich kann es schon mal ein bisschen hinziehen. Nicht zu weit, nicht zu wenig. Perfekt. So, also, ihr könnt wieder weg. Oder nee, stopp. Ihr könnt bleiben. Bis auf das hier, da kommen ja dann Stufen hin. Ich weiß es noch nicht genau. Aber von da soll es gehen. Zack. Und wenn halt das letzte Feld nur 6 wird, dann ist es jetzt so. So, Tomahawk, come to me. Nice to meet you. So, dann alles weg. Erde rein. So. Jetzt brauchen wir unsere Stone Bricks.
So, falsches, namenlose Schaufel bitte. So. Hier soll es ja dann anfangen. Ja, ich mache es jetzt hier wieder zu. Hast du auch das Zug aufgemacht? Ja, aber wir wissen es ja jetzt. Wir müssen erstmal hier ein bisschen experimentieren nochmal. Wie das mit den Trapdoors alles funktioniert. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge machen. Ich sage erstmal an der Stelle. Großbaustelle sei Dank. Ich guck mal, ob ich ein schöneres Foto hinkomme. Großbaustelle. So, nicht vergessen. Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.